Meine lieben Freunde, der heute unter Zeitdruck stattfindenden Unterhaltung, wir haben tatsächlich nur noch 15 Minuten Zeit hier auf der Kamera. Das heißt, wir müssen uns wirklich kurz fassen. Ich laber gar nicht lange rum, außer dass es mir natürlich wie immer eine riesengroße Freude ist, heute hier zu sitzen, weil Willi wieder Sachen mitgebracht hat, die vielleicht ein bisschen kontrovers gehandelt werden. Was hast du dabei, mein Freund? Genau, zwei Paar Schuhe, wie sie unterschiedlicher gar nicht sein könnten, nämlich einmal den Yeezy Foam Runner, wer sich erinnern kann und uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass wir schon mal ein Video dazu gemacht haben, aber da so ein bisschen in die Scheiße getappt haben, beziehungsweise ich habe in die Scheiße getappt, weil ich da so ein Early Pair hatte, was nicht das finale Produkt war und deswegen haben wir das auch wieder runtergenommen. Und zum anderen den Rick Owens Doc Martens Boot, der ja auch in aller Munde war jetzt, weil ja jetzt alle Rick Owens Fans sind wieder, deswegen ist viele Fans, ist ja cool. Ah ja, Jahre ja, ja auch schon genau. Wahrscheinlich. Ja. Ich würde einfach mal anfangen und über den Foam Runner reden, das ist ja wirklich so optisch gesehen schwer definierbar, was es eigentlich darstellen soll. Buckelwal als Schuh, genau. Fakt ist auf jeden Fall, ich kann euch ganz ehrlich sagen, aus Überzeugung, unfassbar bequeme Silhouette, sehr luftig logischerweise auch mit den ganzen Löchern hier. Und was auch wichtig ist beim Sizing, wer sich das Ding wirklich kaufen will, geht eine halbe bis eine ganze Nummer hoch, weil die Dinger fallen echt klein aus. Also ich trage jetzt hier eine 46 und normalerweise trage ich eine 45,5. Deswegen lieber ein bisschen höher gehen, weil ich glaube, es gibt sogar nur ganze Größen. Ist auch egal, auf jeden Fall hat man den ja letztes Jahr schon mal so aufpoppen sehen, da hatte der einen Starten-Release. Jetzt kam der in diesem Keramik-Colorway, also mit diesem Marmor-Zeugs und dieser normale sandfarbene. Ich persönlich finde ihn richtig nice. Wie gesagt, ist ein richtig geiler Bieterschuh, Sommerschuh, wie auch immer man das nennen mag. Kann man auch, wenn man es nicht glauben mag, ganz gut stylen. Seht ihr hier jetzt gleich nochmal eingeblendet die Fotos von meinem Fit. Und ja, aber was sag du doch mal was dazu, mein Guter. Ich meine, wir hatten die Dinger ja schon mal und ich kann mich daran erinnern, dass es damals so die Public Opinion war, dass es der hässlichste Yeezy ist, der jemals rausgekommen ist. Tables have turned. Ein Jahr später, ein bisschen länger, na doch, ein Jahr später und $1,200 teurer im Resell, hat er dann doch seine Liebhaber gefunden. Wer hätte es gedacht? Gewöhnungsbedürftige Silhouette, deswegen will ich da jetzt auch überhaupt gar nicht haten, sondern das ist schon okay, dass die Leute den geil finden. Ich schließe mich dir an, muss sagen, ich finde es echt ein absolut brutales Ding, einfach weil es wirklich was anderes ist und die Leute, die uns hier verfolgen, wissen ja, dass ich auch immer Bock habe auf andere Sachen. Zum Beispiel finde ich auch diese GmbH Essex auch extrem geil und das ist für mich irgendwie eine ähnliche Sparte. Und ich finde es halt auch geil, weil es nochmal so eine komplett neue Interpretation ist. Also sowas gab es bis jetzt noch gar nicht. Ja. Und das ist halt schon wirklich schon die perfekte Kombination für mich zwischen Kunst und Mode. Ja. Und was kommen die Retail? 80? Genau, preislich Retail 80 Euro, aber natürlich hat man gar keine Chance gehabt, gefühlt einen zu bekommen. Im Resale waren die richtig krass zeitweise. Ich glaube, die stehen jetzt so bei 300 bis 350 Euro, je nach Größe. Also sagen wir mal zwischen 300 und 400 Euro Resale. Also das sieht man ja schon, das ist halt im Endeffekt ein Stück Plaste. Was, ja, also ja, die sind wahrscheinlich gegossen, so am Stück einfach. Denke ich auch, Made in USA, tatsächlich. Ja, das finde ich eigentlich ganz geil. Und war das nicht auch irgendwie so ein bisschen sustainable oder irgendwie so Kram? Lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster. Also es kann sein, wir können uns da mal informieren drüber und das später nochmal besprechen. Ansonsten gefährliches Halbwissen droppen finde ich auch nie so verkehrt eigentlich. Ja, stehen wir ja dafür auch. Mit HIP, dafür stehen wir mit unserem genau, Namen. Genau, dafür stehen wir mit unserem Namen. Fakt ist auf jeden Fall, ich finde es nice, dass die Yeezy-Schuhe jetzt auch wieder so ein bisschen die neuen Silhouetten aufgreifen. Es wurde ja lang genug angekündigt und ich glaube, jeder hat mittlerweile die Nase voll von den 350ern. Also dieser Standard, der irgendwie jede Woche in einem anderen Colorway rauskommt. Immer noch. Ja, ja, immer noch. Wirklich? Also jetzt wieder, geht's wieder los gerade. Ich habe ja echt das Gefühl, dass Yeezy gerade ein krasses Comeback hat wieder. Also es war ja irgendeine Zeit lang aufgrund von den 350ern ziemlich verschrien jetzt irgendwie so über ein, zwei Jahre. Und jetzt habe ich das Gefühl, eben durch diese ein bisschen ungewöhnlicheren Silhouetten, durch die Slides, aber auch hier durch die Foam Runner, tatsächlich jetzt aber auch durch die, die jetzt auch wieder alle haben. Boots? Nee, die Boots sowieso, genau. Die 450er. Die 450er, genau, die ja auch irgendwie gerade sehr gehypt sind. Finde ich aber auch angenehm, ganz guter Kontrast jetzt irgendwie zu Dunks und Jordans und ja, was da so alles gibt. Deswegen, das ist ein Adidas-Schuh halt, ne? Also gönn ich auf jeden Fall. Mal schauen, wie lange sich das Thema hält, bis es wieder ausgelutscht ist. Aber auf jeden Fall frischer Wind.
So kann man das Thema abschließen, würde ich sagen. Frischer Wind, ne? Wenn wir jetzt hier einmal dabei sind und nicht ganz so frischer Wind. Ich würde jetzt hier mal anfangen, genau. Ne, bei dem bitte, Ding. Ich bitte darum. Sind die Rick Owens Doc Martens, die wir jetzt hier haben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin komplett raus, was das Ding angeht. Tatsächlich? Tatsächlich, ja. Ich finde ja größten Respekt für Rick Owens. Der hat einen sehr berechtigten Hype. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Bubble-Wahrnehmung bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass das gerade so das Nonplusultra ist. Und der hat einfach eine extrem harte, so eine Die-Hard-Community von Rick Owens-Fans. Ja. Berechtigt, verstehe ich auch, muss man halt auch tragen können, den Stuff. Und jetzt hier mit dieser Doc Martens-Kollabo bin ich zwiegespalten. Weil auf der einen Seite finde ich es immer okay, wenn so Designs accessible gemacht werden für eine breitere Community. Und jetzt hier... Ganz kurz, mach mal, sperr mal dein Handy. Muss aber ehrlich sagen, dass es dann irgendwie auch was in mir triggert, wenn ich sehe, dass halt jetzt... Das ist jetzt auch kein Front an dich, aber einfach halt Leute, die überhaupt nichts mit einem Rick Owens zu tun haben, jetzt auf einmal anfangen, irgendwie diesen Schuh zu tragen und das dann so mit so einer Selbstverständlichkeit, die ich immer so ein bisschen, ich will nicht sagen scheinheilig finde, aber es ist halt so, know your stuff und es ist halt wirklich so dieses simple Einsteiger-Ding jetzt, okay, cool, ich weiß nicht, wie ich Rick stylen soll vielleicht auch, ich habe irgendwie keinen Zugang dazu. Ein Glück ist jetzt hier so eine Doc Martens-Kollabo und die ist halt zugänglich für alle und jetzt kann man das Ding mal tragen. Gute Seiten, schlechte Seiten, ich will jetzt hier auch nicht so ein Gatekeeper sein, zumal ich mich ja auch selber jetzt nicht als Die Hard Rick Owens-Fan bezeichnen würde. Tatsächlich habe ich nicht ein Piece von dem guten Mann. Mhm. Und muss auch sagen, die ganzen Silhouetten von dem finden wir gar nicht. Ja. Status quo auf jeden Fall. Vielleicht ändert sich das ja auch noch irgendwann. Aber ich würde dem ein dickes Nein kommt hier an der Stelle von mir, obwohl er schon auch irgendwie was hat. Also sagen wir mal, ob der Schuh an sich ist ganz cool. Was da jetzt gerade wieder drumherum passiert, kriegt von mir einen Cut auf jeden Fall. Okay. Ja. Ja, kurze Anmerkung dazu. Ich habe tatsächlich trage schon seit einigen Jahren Rick Owens. Ja, ja. Also beziehungsweise jetzt nicht mehr so viel, aber weil du gemeint hast hier, weil du mich auf mich gezeigt hast. Also normalerweise würde ich da auch mitgehen, aber Rick Owens war für mich schon seit keine Ahnung, 6, 7, 8 Jahren ein Thema. So. Ja. Also auch in meiner Berliner Zeit. Ich habe viel von diesem Dark Shadow Stuff getragen. Das war ja so diese Slim, also diese günstigere Line von ihm, glaube ich. Und das zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, da hast du dann schon wieder mehr auch den Bodytype für, um das zu tragen. Genau. Und ich erinnere mich tatsächlich auch an ein, zwei Bilder, wo wir gerade drüber reden. Ja. Ich tatsächlich null. Also ich fand gerade so diesen Dark Shadow Stuff mit diesen komisch geschnittenen Hosen und diesen langen Bändeln und dann so die T-Shirts, die so komisch runterhängen und so. Das ist einfach nicht mein Körpertyp. Ja. So, geht nicht fit bei mir. Ja. Absolut legitim. Ging ja auch nur kurz zur Aufklärung für die Leute, die jetzt gedacht haben, ich kannte Rick Owens vor den Schuhen auch nicht. Ja. Aber ist tatsächlich so, meine Meinung zu diesem Schuh ist relativ schnell erzählt. Und zwar war ich unfassbar gehypt, weil ich halt eben ein Mensch bin, der sich schnell von Hype-Themen auch hypen lässt, sagen wir es mal so. Ich fand es cool, dass es mal was anderes ist mit dem Lacing-System. So. Ich finde, allein daran erkennt man schon, dass es ein Rick-Kollabo-Schuh ist. Also ich finde, irgendwie erkennt man das sofort, auch wenn man das jetzt nicht weiß. Zumindest hat man eine Ahnung. Zum Tragekomfort des Schuhs ist eher schwierig für mich, weil ich bin grundsätzlich mit diesen normalen Docs sowieso immer schwer, weil die einfach so sackenschwer ist. Und das ist ja auch ein riesiger Schuh. Ich meine, ich habe halt auch irgendwie gefühlt so Größe 98 irgendwie. Also das ist jetzt ein 45, aber der fällt ja auch riesengroß aus, wie so ein Auto. Und der wiegt natürlich auch ein bisschen was. Und ich bin grundsätzlich auch so ein Mensch, ich glaube, du auch, ne, der sich gefühlt auch die ersten 3 Mal Doc tragen, irgendwie ein totes Blasen reibt. So. Also ich meine, hier das Paar hast du mir überlassen jetzt kürzlich. Ich habe jetzt hier hinten so, gibt es bei DM übrigens, so Einlegekleber hinten rein gemacht, die das Ganze noch mal ein bisschen unterbinden. Plus, ich trage jetzt die ganze Zeit an der Ferse ein Pflaster, bis ich die eingetragen habe, weil ich einfach, das ist keine Blase mehr, das ist eine Fleischwunde, Leute. Also mir fehlt quasi ein Stück Hacke, was ich mir abgeraspelt habe. Ich glaube, das kennen einige Leute, die hier zugucken. Von daher müssen wir ja nicht weiter drauf eingehen, auf die leckeren Fleischwunden. Long story short, ich finde den Schuh trotzdem nice, aber ich habe mich dazu entschlossen, das Ding wieder zu verkaufen. Einfach, weil ich weiß, dass ich den vielleicht einmal im Jahr tragen werde für ein Foto oder so. Und dafür ist es mir nicht wert, weil der Retail auch sehr hoch war, 330 Euro. Und man mag es kaum glauben, es gibt tatsächlich einen Resale-Wert auf diesen Schuh. Der war auch vor ein paar Tagen beim Release, war der noch richtig hoch. Ich glaube, bei 600, 700
Monat Euro. Ja, und jetzt hat er sich, glaube ich, so auf 450 eingepickt. Ich weiß nicht, ungefähr so in die Drehe. Wird sicherlich noch runtergehen. Deswegen, also wer auf Doc Martens steht und Fan von besonderen Doc-Silhouetten ist, der sollte da auf jeden Fall zuschlagen. Wer Fan von Rick ist, wird sowieso zugeschlagen haben, nehme ich mal an. Einfach des Fantums wegen. Kann aber auch deinen Punkt verstehen, dass jetzt alle auf diesen Zug aufspringen und sagen, hier, guck mal, ich trage jetzt Docs. Und was ja auch gerade in dieser Zeit jetzt sehr angesagt ist, so Docs zu tragen, weil wir ein bisschen weg vom Sneaker-Ding. Aber dann sind es natürlich die Rick-Docs und die Doc Martens-Leute sind natürlich auch nicht dumm und wissen natürlich, okay, wenn wir jetzt wieder mehr Leute unsere Schuhe tragen, holen wir uns jetzt den Designer. Da wird bestimmt auch irgendwann ein Virtual-Doc kommen, so, weißt du, so all so Sachen. Die haben ja, Doc, muss man ja auch sagen, haben krasse Kollabos auch die ganze Zeit. Und, ist vorbei? Jetzt wird hier die Kamera gerade ausgemacht. Jetzt läuft noch die Hauptkamera. Jetzt läuft noch die Hauptkamera. Aber ich glaube, wir haben auch alles gesagt, genau, tatsächlich an der Stelle. Ich würde kurz wieder den Hinweis geben. Uns würde wirklich brennend interessieren, was ihr zu diesen Schuhen sagt. Vor allem Foam Runner und Rick Owens Doc Martens, wer sich die gekoppt hat, wer Vincents Meinung sieht, wer meine Meinung sieht oder was ihr dazu sagt, was wir dazu sagen. Super entspannt. Einfach in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, dann haben wir unser kontroverses Sneaker-Video auch abgeschlossen für heute. Würde ich auch sagen. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Tschüss zu sagen an der Stelle. Tschüss. Pussy.